Hallo, hier wieder eine kleine Fortsetzung meiner kleinen Serverreihe. Bei dem ersten Entwurf, den ich geschrieben habe, musste man für den Client die Nachricht immer als String gekennzeichnet beim Programmstart als Parameter mit übergeben. Was hat der Kommando nicht gefunden? Ach, da fehlt ja auch noch was. Wollen wir das auch mal gleich komplett machen. So, jetzt ja. Und dann wurde die Nachricht übertragen. Das fand ich aber nicht so schön, deswegen habe ich das die letzten Tage ein wenig geändert. Klein zu ist es. Nun habe ich schon mal eine kleine Auswahl. Mit 1. Jetzt kann ich hier den Text eingeben, ohne ihn kennzeichnen zu müssen. Und ich habe eine kleine Begrenzung mit eingebaut. Ich habe jetzt auf 727 Zeichen reduziert. Nummer 9. Hallo. Welt. Nachricht und Enter. Und es ist einfach so jetzt locker flockig übertragen worden. Werfen wir mal einen Blick auf den Quellcode. C. Am Anfang ist die Länge mit 127 Zeichen nochmal definiert. Ich habe das Ganze jetzt in einzelne Funktionen aufgeteilt. Die erste übernimmt von der Main-Funktion beim Start den Rolling, den Rohsocket und fügt die entsprechenden Eintragungen hinzu, Protokollfamilie und so weiter und so weiter. Portnummer, Adresse und verbindet das Ganze und gibt dann zum Funktionsende den neu erstellten Socket wieder. Return in der Integer Main. Hier ist der Integer Sock, der übernommen wird, der Rolling. Der Created-Sock wird jetzt der Init-Sock zugewiesen. Das ist jetzt der Return-Sock mit den Werten. Den brauche ich, um damit die anderen Funktionen betreiben zu können, wie die Message und die Close zum Beispiel, weil die brauchen jetzt den Socket mit den Werten. Die Message übernimmt einen Integer-Sock, das ist der Created-Sock, beim Aufruf von der Main-Funktion. Hier ist natürlich das Übliche, das habe ich glaube ich bei den letzten Videos schon erklärt. Es wird ein Character-Buff angelegt mit der Maximallänge. Es wird die Integer-Länge, die brauchen wir noch. Die Zeichen werden eingelesen. Die Länge wird mit String-Length-Buff gemessen. Und die Send-Funktion mit dem Created-Sock und dem Buff und der Länge und dem Standard 0 wird übertragen und verglichen. Hier ist nur Return 0. Es wird dann übertragen. Hier habe ich noch eine kleine Switch-Funktion, die ich noch aus dem letzten Programm irgendwo hatte. Und zwar
wird hier so lange die Wahl eingelesen, bis solange das Ganze ungleich 1 ist. Wir haben im Moment nur die eine Möglichkeit, Kison. Da wird die Funktion Message aufgerufen und der Create Sock wird übergeben, also der Socket mit den gesamten Zugangsdaten. Danach wird die Funktion Close aufgerufen und der Socket wird geschlossen. Es wird nochmal auf dem Bildschirm ausgegeben, Eingabe ist beendet. Und bei so einer Switch-Funktion ist es eben, es gibt diese Standard noch, wenn irgendeine andere Zahl außer der 1 jetzt eingegeben wird, dann kommt die Meldung falsche Eingabe. Und damit ist das kleine Programm auch schon beendet. Werfen wir nochmal einen Blick auf die auf den Serverentwurf. Der ist irgendwo zwischen der letzten Fertigstellung und der Veröffentlichung irgendwo noch ein Fehler reingekommen. Deswegen zeige ich den Quellcode nochmal. Erstmal beenden. Irgendwo hier in der Integer Message ist ein Fehler gewesen. Da stand irgendwie Void Message und das Return 0 fehlte. Also richtig korrekt sieht die so aus. Ich zeige das mal anders. Erstmal richtig groß. So, dann mit Build Up. So, okay, das war. So, soweit das erstmal. Ich denke mal, als nächsten Schritt werde ich mal versuchen, hier die Feinheiten reinzubringen, dass der, wenn der Client gestartet wird, die Nachricht hier an den Server sendet, Client ist online oder sowas. Muss ich mal schauen, wie ich das mache.